Und damit ein herzliches Willkommen zum nächsten Spiel von Hannover 96. Was, die U15 hat gewonnen? Wieso habe ich davon nichts mitgekriegt? Egal, wir sind im Hannover im HDI. Aber immerhin in HD. Spieltag 7 in der High Definition irgendwas Arena gegen Paderborn. Mir wurde gerade gesagt, da gibt es Paschka? Ach so. Oh, wenn ich gewinne, darf ich meiner Freundin nachher den Hintern versohlen. Oh, das ist ja perfekt. Oh, da stehe ich drauf. Wenn, sie sagt gerade umgekehrt, da muss ich jetzt verlieren. Muss ich tonnenweise Eigentore schießen. Ich stehe frei. Kleine Kinder, mich gucken keine kleinen Kinder, mich gucken ja nicht mal erwachsene Leute, mich guckt gar keiner. Oh, sehr schön, und ich bin nicht dafür verantwortlich. Oh, Hannover ist momentan auf Platz 1. Achso, treffsicherste Vereine, yeah. Hannover. Auf geht's, Hannover, schieß dein Tor. Was macht's mir auch die Flasche auf? Egal, ich muss mich hier konzentrieren. Ich habe jetzt keine Zeit. Um mich auf irgendwas anderes. Ah, ja. Lass mal spielen hier gegen Paderborn oder gegen Dortmund. Ich habe keine Ahnung. Ah, nee, Paderborn. Na egal, Dortmund klatscht schon mal auch weg. Wir sind zwar in der falschen Liga, aber. Ah, wie sie jetzt extra die Tür laut aufmacht, um hier böse zu wirken. Oh mein Gott. Da hab ich... ich hab den Ball gar nicht erst in den Finger gekriegt. Los geht's, Paderborn. Ach nee, falsche Mannschaft. Aber Paderborn ist näher dran wie Hannover, glaube ich. Oder? Jawohl! Ich hab den Ball! Ich schieße! Ich spiele nach vorne und ich stehe im Abseits. Und nach vorne, mach was draus, schieß, ja, Tor, 1-0 Süderbrarup. Ich meine natürlich Hannover. Und da wird die Kamera, ja, ist, Alter, pfui. Typ, geh weg, du siehst komisch aus mit deinem Dude auf dem Hinterkopf. Mir wurde gerade gesagt, Moment, ich muss abhusten. Dass der Duxch das Tor geschossen hat. Aber ich habe den Scorerpunkt gemacht. Oh, das war Marvin. Mein Name ist Marvin. Verpiss dich, Marvin. Okay. Gut. Genau. 1-0 für Hannover 96. 69 gefällt mir aber besser. Ich weiß nicht, was hier bei mir im Hintergrund von den billigen Plätzen aus gelabert wird, aber egal. Ja, wir haben den Ball, wir haben den Ball, wir haben den Ball und ich werde ihn nicht mehr hergeben. Doch, ich gebe ihn ab. It's a me, Mario, ich stehe... frei. Ich stand frei. Und jetzt Partyborn im Vorwärtsgang. Ja, schöner Kopfball hier abgewehrt, ja, schön zu mir. Und wieder weiter nach vorne zu, keine Ahnung, Duxch. Aber egal, ich will ja eh nur für Galerie spielen, so schöne Tore. Und so, weil das ist schön. Und 2-0. Sehr schönes Tor von Duxch. Ich stand zwar daneben, aber ich habe gesagt, ach komm. Soll der Junge auch mal ein paar Tore machen, ein bisschen seinen Marktwert erhöhen. So, 2-0 für Hannover. Aber schön, erst hoch, dann drauf und dann an und... Ja, passives Abseits. Passives wohlgemerkt. Aber mit Volley abgezogen. Ach, Mann, das hätte auch ich sagen können. War ich aber nicht, ist mir auch egal. Ja, hier, Polunder Paule dreht durch. Dem fallen aber auch am Hinterkopf so langsam die Haare aus. Fünftes Tor.
von Mein Name ist Marvin. Ja, ist ja gut. Ja, Hannover 96. Duksch! Let's get ready to rumble! Ja, los, holen dir! Furchtloser Anführer! ...3-0. Jetzt war es der Roland Kaiser. Alter, was machen wir hier mit Paderborn, Alter? Wir zerpflücken die! Sag mal, Schätzelein, was du an meiner Pläse und hast du den Schwierigkeitsgrad runtergedreht? Nee, kann ja gar nicht. Sie kennt sich mit dem Spiel ja gar nicht aus. Genau das. Ach nee, ist Dominik Kaiser, der kleine Bruder von Roland Kaiser. Kannst du mal mit den Hintergrundgeräuschen aufhören, bitte? Nervt. Mal ernsthaft. Los, Paderborn, jetzt. Oh, 21. Minute steht 3-0. Ja gut, Dortmund hat auch schon so schnell verloren. So, schöner Pass. Jawohl, ab nach vorne. Herrgott, Paderborn, da steht's mir nicht. Ja, schöner Pass zu mir. Und diesmal... Ich bin mehr Ballverteiler als Torschütze hier. Ja, schwache Ansage. Okay, kann ich mitleben. Tralali, tralala, tralala, hopsa, sa, sa, sa. Oh, jetzt hier, oh, Paderborn. Oh, sie rennen. Ding, 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 und weg. Egge, Egge. Eggy Eckstein. Ja, hier sehen wir nochmal von dem Roland Dominik Kaiser. Das 3-0. Ja, da muss er den Ball natürlich richtig in den Erdboden hineinmassieren. Ecke. Und daneben Abstoß. Ne, 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 ne. Eure Trikotfarbe sieht genauso aus wie meine Arbeitsschuhe. Da stand ich zwar nicht, aber vielen Dank für die Blumen. Oh, was war das denn für ein Pass? Das war kein Pass, das war Bullshit. Dem geht's nicht gut. Oh, du Arsch, gib mir mal wieder. Ach, verdammt, er hat nicht mehr. Egal, wir wollen ja auch Paderborn ein bisschen Chance lassen, so ein bisschen zumindest. Nicht so wie die Klatsche, die Bochum gekriegt hat mit 7-1. Und, oh, ein Google-Hupf. Ein Google-Hupferle. Bei den Schwaben nennt man das Google-Hüpf. Ach nee, das war falsch. Und aus netter Paderborn kommt jetzt gut nach vorne. Meine Fresse, nee. Aber voller Alter, den hätte ja meine Omi reingedonnert, wenn sie blind, taub und im Rollstuhl sitzen würde. Oh, sehr schön gemacht. Sehr schön, sehr schön. Nein, sehr schlecht, sehr schlecht. Nicht gut, schlecht. Schlecht. Schäm dich. Geh zur Eckfahne und schäm dich. Ich mach's alleine! Oder auch nicht. Naja. Ja, steht 3-0. Wir können jetzt uns gechillt zurücklehnen. Eine Packung Doritos aufmachen. Oder Tortilla-Chips. Oder, obwohl es dasselbe ist. Oder? Naja, jeder Jacuzzi ist ein Whirlpool. Aber nicht jeder Whirlpool ist ein Jacuzzi. Könnte man so sagen. Vielleicht. In etwa. Unter Umständen. Und ich sabbel heute eine gequälte Bockmist-Scheiße hier. Da ist ja nicht mehr normal.
Ne, Duxch, vergiss es. Du kriegst den Ball nicht mehr. Du hast schon genug Tore geschossen. Oh, er hatte ihn weggefaustet. Und er rollt nicht aus. Oh, ist der duselig. Quirlig im Angriff. Der Mar Alter, ist der hässlich. Nichts gegen ihn, ich kenne ihn nicht, aber... Ach, dient doch alles nur der Unterhaltung. Sehe es als Satire an. What? Alter, was soll los mit mir? Ich bin nüchtern. Warum sammle ich so einen Blödsinn? Na jo, na jo. Oh, sehr schön. Oh, ja. Sehr schön, sehr schön. Oh, bitteschön. Jetzt mach was draus. Egge. Ach, das war hier Kaiser Roland. Oh, mit dem C, der noch so vorne außen Schuh rausgeguckt ist. Und jetzt wieder... Oh, sehr nice. Wer hat überhaupt geschossen? Wir oder die Gegner? Halbzeit. 3:0. Für Hannover 96. Ja, da wird die Flagge geschwenkt. Da haben wir ihn, den Marvin Duxch. Ja, er vom Partyborn kann es gar nicht fassen. 2:1 für Kiel, unsere direkten Konkurrenten, die auch, glaube ich, mit einem Sieg immer noch vor uns sind. Und Greuther führt 0:0 gegen Nürnberg. Versucht zu passen, anstatt dem Gegner einen Ball zu geben. Was kann ich denn dafür? Und die Fans sind mal wieder voll aus dem Haus. Ist auch klar, sie sind hier im Stadion. Was ist gerade für ein komisches Geräusch, ey? Zauberstab gewedelt, ey. Witscheln und wedeln. Wudeln, waddeln, wudeln. Ich habe eine WhatsApp. Oh! Ich wurde umgehauen! Ich wurde umgeholzt! Gib mir den Ball, das muss ich den heimzahlen. Und... Nein. Wutscheln und wedeln, so. Oh! Oh! Skandalös! Moment, heiße ich Ashley mit Vornamen? Skandalös! Oh, Und Einwurf. Ja, der Mann mit der roten Kapitänsbinde von Paderborn, der Schonlau... Der kriegt nachträglich noch gelb. Er hat ja auch mich gefault. Sehen wir es nochmal bitte in der Wiederholung. Nein, sehen wir nicht. Aber er hat gelb gekriegt. Und ich bin dann schuld. Na, immer noch besser, als dass ich verletzt wäre. Ach, mit dem 3:0-Sieg, da können wir uns zurücklehnen. Können wir hier noch während des Spiels eine Runde Kanaster spielen. Kann das einer? Ich nicht. Egal, sinngemäß. Ja, Paderborn jetzt in der Vorwärtsbewegung Richtung... Ach, ja gut, ein Treffer dürften sie meinetwegen gerne reinballern. Abseits. Ja, er kann es immer noch nicht fassen. Er macht jetzt Gebärdensprache. So, mein Knie... Vom Fuß zum Knie zur Brust, Ave Maria. Oder sowas. Und wieder die gelb-grün... Weiß ich, bin immer noch am überlegen, ob es gelb oder grün ist. Hahaha! Voll getunnelt! Hat er mich schon wieder umgehauen? Oh, meine Fräse! Meine Fräse Drehbank! Egal. Ich bin toll. Oh, da probiert es alleine und er steht alleine vor dem Tor und kommt nicht am Torhüter vorbei. Ha!
Okay, ich schaff's ja nicht mal ordentlich zu passen. Was beschwer ich mich? Dieser Noob. Er hat zwar schon 2 Tore geschossen, der Dukes, aber was für eine Pfeife. Dient alles nur zur Unterhaltung. Aber Hannover verteidigt sehr gut. Sehr, sehr gut sogar. Ja, das war ja jetzt wohl totaler Bockmist, oder? Das weiß er aber, glaube ich, selbst. Naja. Kannst du machen, nichts, musst du gucken. Dusselig. Dusselig doof. Dusselig doof. Blöd. Ich habe einen Kopfball geschafft. Tralala. Ach, du ahnst es nicht. Was war das denn für ein Kopfball? Naja. Kriegst du doch die Autotür nicht zu. Und? Hä? Was denn jetzt? Ich war's nicht, er war's. Achso, er kriegt nur eine mündliche Verwarnung. Wer ist denn das? Ach, bitte. Knie in die Eier, passt schon. Oh, Süleyman Dukes geht, Süleyman kommt. Das ist viele Money. Der Money! Money von den Ludolfs. Oder so in etwa. Geht Kröger, geht Steinwender. Er ist ein Spross aus einer Familie stolzer Steinmetze, die bei gutem Wetter die Steine auch gedreht haben in der Sonne, auf dass sie von allen Seiten knackig braun wurden. Himmel, Arsch und Zwirn, du Kack-Paderborner, geh mir aus dem Weg! Und! Ha! Egal. Ich hab aufs Tor geschossen. Und Schuppen. Müsste aber Ecke jetzt geben. Ja. Ist das Süleymani? Nein, das ist... Oh, Roland Kaiser! Oh, Twumasi geht und, wer kommt? Der Mann mit einem Dutt. Dukes ist doch weg. Wieso kommt er jetzt wieder? Wer war das? Hult! Wer ist Hult? Ich kenne nur Hulk. Das ist jetzt Hult. Oh, sehr schön. Was ist denn hier jetzt los? Alle verlieren hier den Ball. Ich auch. Egal, was hat der da für eine Piorette gemacht? Wollte der Torwart jetzt mal glänzen wie Maradona, Ronaldo oder was? Die Faust Gottes. Oh, da ist einer verletzt von Hannover. Der Moraya, tralala. Oh, sehr schön. Bring ihn rein. Ich sagte rein, nicht raus. Ach, ist auch geil. Egal, wir haben in den ersten 20 Minuten schon faktastisch das Spiel gewonnen. Ich möchte für Deutschland nochmal spielen. Da spielt Hummels, den Mann, den ich immer noch ablecken will. Oh, boah, eine knappe Kiste hier. Soll ich den Herzinfarkt kriegen oder was? Ja! Mann! Achso, der ist für mich. Ja, ja dann. Ey, da wurde ich aber beim Pass behindert, ne? Also, der hat mir von hinten mit Stacheldraht gegens Bein getreten. Da fliegt der Ball weit! Oh, der Michel ist raus. Michel! Er muss sich jetzt in seinem Schuppen verstecken. Und Ecke für Paderborn. An TV nicht viel los, ja. Oh, schöne Parade. Ich bin sicher, es heißt Parade.
Ja, unser Torwart, der schindet ein bisschen Zeit. Ja, why not? Darf er auch. Hä? Ach, er war im Abseits. Unser Chinese. Oder Japaner. Asiate. Ich glaube, ich bin politisch korrekt. Ja. So, Kaiser Roland. Mach doch nicht schon wieder passen. Ja, haben die sich jetzt da vorne festgebissen? Ja, haben sie. Egal, Nachspielzeit läuft. 2 Minuten, also noch ein paar Sekündchen. Meine Ausdauer ist aber auch ganz schön. Und Ende. Hannover gewinnt 3:0. Gegen den SC Paderborn. Kiel hat, glaube ich, auch gewonnen. Das heißt, wir bleiben Tabellenzweiter. Aber immerhin, es ist ein direkter Aufstiegsplatz. Also von daher, bis zum nächsten Spiel.